Der frühe Vogel fängt den Wurm. Hat sicherlich der eine oder andere von euch schon mal gehört. Und in der Jugend hatten wir da schon rüber ganz verschiedene Diskussionen, dass der frühe Wurm ja auch gar nicht gefangen werden will und solche Sachen. Aber Jesus kann anscheinend diesen Spruch sehr gut gekannt haben, hat anscheinend diesen Spruch sehr gut gekannt, denn wir lesen sehr oft, dass Jesus sich sehr, sehr früh zum Beten zurückzog, um für sich mit Gott Dinge zu klären, um in seiner Gegenwart zu sein. Und was heißt eigentlich früh? Ist früh, wenn der Wecker klingelt? Und dann ist die Frage, wann klingelt der Wecker? Definitiv ist früh natürlich bei dir, wenn dein Wecker klingelt. Aber bei uns klingelt der um 5.50 Uhr. Das ist früh, oder? Bei euch auch. Bei anderen klingelt der Wecker vielleicht aber erst um 12 Uhr. Und aus der Perspektive ist das vielleicht auch sehr früh. Also von daher, früh ist relativ. Deswegen ist es gut, wenn wir natürlich mal gucken, was Jesus so unter früh versteht. Ja? In Markus 1, 35 bis 39 lesen wir Folgendes. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die anderen suchten nach ihm. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er sagte zu ihnen, lasst uns in andere Dörfer in dieser Gegend gehen, ich will auch dort die gute Nachricht verkünden, denn dazu bin ich gekommen. Jesus durchzog ganz Galiläa, er verkündete die gute Nachricht in den Synagogen und vertrieb die Dämonen. Jesus hat seinen Jüngern nicht leicht gemacht. Ganz ehrlich, ja? Da legt man sich abends schlafen und vermutet nichts Böses. Der Wecker klingelt, anscheinend unterschiedlich zu Jesus seinem Wecker. Und man steht auf und wer ist nicht da? Natürlich, Jesus. Irgendwo war er wieder, hatte sich mitten in der Nacht anscheinend überlegt, beten zu gehen und hat sich irgendwo verzogen. Nicht in den gemütlichen Sessel ins Wohnzimmer gesetzt, ja, um es schön bequem zu haben, sondern irgendwo an einen öden und einsamen Ort, wie eine andere Übersetzung sagt. Und was machen seine Freunde? Sie fangen an, ihn zu suchen. So ein bisschen Versteckspielen mit Jesus. Ich frage mich, wie war das für die Jünger? Weil in der Tradition der damaligen Zeit, und deswegen komme ich auch auf den Titel, war es nicht üblich, das zu tun, was Jesus tat. Das war skandalös, das tat man einfach nicht. Fromme Juden übten dreitägliche Gebete. Das erste bei Sonnenaufgang, also da klingelte normalerweise der Wecker. Das zweite um 15 Uhr zur Zeit des Abendopfers im Tempel. Und das dritte bei Sonnenuntergang. Beten darüber hinaus, gar zu jeder Zeit, stieß auf Skepsis, galt teilweise sogar als verboten, um nicht den Allerhöchsten zu belästigen. Jesus aber betete stundenlang und zu untraditionellen Zeiten, nach Lukas 6, Vers 12, sogar die ganze Nacht hindurch. Jesus sein Beten fiel auf. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen, ja? Es gibt vorgegebene Zeiten und an die hat man sich zu halten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, was interessieren mich denn diese vorgegebenen Zeiten? Ich bete, wann es mir auf dem Herzen liegt. Und ich bete auch so lange, wie ich will. Und ich glaube nicht, dass sich Gott im Himmel belästigt fühlt. Ich fand den Text unglaublich interessant und danach war der Titel dann für die Predigt geboren. Es muss ja skandalös sein, wenn man Gott so belästigt.
Ich will heute Morgen nicht fragen, wer betet gern. Das ist so eine peinliche Frage. Ich will euch weder zu dem einen noch zu dem anderen verführen. Ja? Und was heißt denn auch gern? Genauso wie viel könnte man ja auch relativieren, was ist viel beten? Genauso wie das mit dem Früh. Und deswegen, ich liebe Gebetszeiten, wenn wir sie als Familie haben. Ja? Ich gebe zu, das schaffen wir nicht jeden Tag. Also wir waren mal besser. Im Moment finde ich, das schaffen wir es nicht jeden Tag. Aber es ist toll, als Familie zusammenzukommen, gemeinsam ins Wort Gottes zu gucken und dann sich Zeit zu nehmen, Dinge vor Gott zu bewegen. Und ich möchte euch ans Herz legen, das immer wieder auch zu tun. Genauso finde ich es schön, wenn wir als ganze Gemeinde zusammenkommen und vor Gott stehen und um Dinge ringen. Und ich weiß, das mit dem Ganzen muss man in Anführungsstriche setzen. Das ist auch etwas kompliziert. Und bei all diesen schönen Zeiten liebe ich die Zeit unter der Woche. Das Haus ist still. Auf der Schule, auf der Arbeit sind Melanie. Es ist ruhig. Es ist meine Zeit mit Gott. Ja? Diese Ruhe, diese Stille, du kannst nochmal Dinge mit Gott ganz besonders, auch die dir nach dem Lesen in seinem Wort deutlich geworden sind, verarbeiten. Und dann gibt es besondere Momente, die habt ihr auch. Da sucht ihr natürlich noch mal viel, viel mehr die Nähe Gottes. Ja? Und ich kenne einige Momente und das waren die Momente, die ich am liebsten hier verbracht habe. Direkt unterm Kreuz sitzend, keine Angst haben, dass das auf meinen Kopf fällt, im Vertrauen darauf, aber in diesem Zusammensein mit Gott. Der Saal ist leer, es ist Ruhe und ihr könnt Dinge mit dem Vater austauschen. Meine Einöde. Ja. Und bevor besondere Momente kamen, dann habe ich gerne diesen Ort gesucht. Jesus ist anders, denn er lädt einen ein, genau das zu tun, dieses Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und wenn wir hineingucken, und das möchte ich heute Morgen eben ein wenig machen, wenn wichtige Dinge anstanden, dann hat Jesus nochmal eine Schippe draufgelegt. Dann war er tatsächlich noch mal länger im Gebet. In Lukas 6, 12 bis 13 lesen wir, einmal in diesen Tagen stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich, er wählte 12 von ihnen aus, die er Apostel nannte. Bevor etwas Wichtiges passierte, was hat Jesus gemacht? Er hat sich zurückgezogen. Er wollte es nicht einfach so Dinge im Leben, die wichtig sind, entscheiden, sondern da war der Ort, in der Nähe des Vaters, da, wo er wusste, okay, da bin ich ungestört. Wo sind wir ungestört? Der größte Störenfried sieht so aus. Ganz ehrlich, ja, da bimmelt es, da klingelt es, da macht es grrr und irgendwie will das einen unterbrechen. Natürlich gibt es natürlich noch viel, viel mehr, was unterbricht. Deswegen sage ich, es ist schön, als Familie Gebetszeit zu haben, aber es ist genial, wenn keiner im Haus ist. Ja? Dann hast du noch mal Ruhe. Oder eben hierher zu kommen, wenn der Laden leer ist.
Aus dieser Stille, aus diesem Zurückgezogensein hat Jesus wichtige Entscheidungen getroffen. In dem Fall die 12 Jünger ausgewählt. Weil er das Gespräch mit Gott gesucht hat. Es war seine Kraftquelle, es war der Ort, wo er Entscheidungen trifft. Und für die Menschen ringsherum, besonders für die, die ihm nahestanden, war es etwas, was sie nicht verstanden haben. Weil es nicht der Tradition entsprach, deswegen mussten sie lernen, Jesus ist anders. Jesus betet skandalös, er liegt Gott ständig in den Ohren. Aber Jesus ist auch nicht abhängig von dem Hören außer Gott. Wir haben in unserem Text gelesen, Simon und die anderen suchten nach ihm. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Wie gesagt, Jesus hatte sich zurückgezogen in die Einsamkeit, in die Einöde, da wo er Zeit hat, keine Ablenkung hatte, sondern da wo er diese Ruhe hatte. Und dann suchen ihn alle und sagen, Jesus, du musst jetzt sofort zurückkommen. Wieso versteckst du dich? Da ist so der Vorwurf so ein bisschen drin. Die Masse wartet auf dich. Ja, selbst die Volksmasse hat ihn gesucht. Und sie haben Erwartungen mitgebracht. Was waren die Erwartungen? Dass Jesus funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Das ist die große Erwartungshaltung gewesen der Jünger. Und ganz ehrlich, ich habe auch Momente, wo ich mir sage, Jesus müsste eigentlich das so und so machen. Ich hoffe, ich stehe da alleine. Ihr habt solche Gedanken sicherlich nicht. Er soll gefälligst das tun, was man ihm sagt. So sehen wir doch manchmal die Gebete an, oder nicht? Tu, was man dir sagt, Jesus. Und wie reagiert Jesus, nachdem er in der Einöde, in dem zurückgezogen war, in dieser Einsamkeit mit dem Vater, als er hörte, alle suchen dich? Das ist schon toll, ne? Wenn dich alle suchen und was von dir erwarten, dann könnte er ja so reagieren und könnte sagen, ja, ich mache mich schnell auf dem Weg und ich erfülle all eure Wünsche, aber nein, das tut er nicht. Denn aus dem Hören auf Gott ergibt sich der Auftrag und nicht aus den Forderungen des Umfeldes. Und so sagt Jesus, nachdem er in der Stille sich zurückgezogen hatte, zu seinen Freunden und zu den Menschen, lasst uns in die anderen Dörfer in dieser Gegend gehen, ich will auch dort die gute Nachricht verkünden. Denn dazu bin ich gekommen. Jesus lässt sich nicht unter Druck setzen, er lässt sich nicht beeindrucken, sondern aus der Stille heraus kommt er und sagt, ja, das hat Gott mir jetzt aufs Herz gelegt. Es geht einen Step. Und danach machte sich Jesus mit seinen Jüngern auf den Weg. Sie verkündeten überall das Wort Gottes. Und ich fragte mich, wie ist das mit uns? Wie ist es mit uns? Wie gehen wir mit unseren Erwartungen um? Aber wie gehen wir auch mit diesem vor Gott treten um? Wo ist unser Ort der Stille? Wo ist es das, wo wir dem Vorbild Jesu folgen und wir dürfen sicher sein, Gott fühlt sich nicht belästigt? Wie auch immer man zu dieser Vorstellung kam. In den letzten Jahren lese ich oft Bücher von Peter Sacchero. Ich hoffe, das spricht man so auf, das ist manchmal bei Namen echt unglaublich schwer. Aber er schreibt etwas sehr Schönes zum Thema stille Zeit und Gebet. Erfolg nach biblischem Verständnis ist, die Person zu werden,
zu der Gott sie beruft und das zu tun, wozu sie Gott beruft, auf seine Weise und nach seinem Zeitplan. Genau das tat Jesus. Und er tat es nicht, weil ihn alle anderen dazu gedrängt haben, sondern er tat es, weil er in dieser Zurückgezogenheit, in dieser Einöde war, da, wo er Ruhe hatte, da, wo er den Weg Gottes gefunden hat, den Auftrag. Und deswegen sagt Jesus immer wieder, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich tue nur das, was der Vater sagt. Alles andere ist unwichtig. Auch was die Masse möchte. Meine Frage, wo ist dein Ort des Rückzugs? Hast du einen Ort, wo du sagst, ja, da liebe ich diese Ruhe. Da lenkt mich nichts ab. Da kann ich wirkliche Zeit mit Gott haben und hören auf das, was er mir sagen möchte. Und das ist ja das Wichtige an dem Ganzen. Wie sehen denn oft unsere Gebete aus? Wir haben eine Liste, ob auf Papier oder im Gedanken, die arbeiten wir ab. Und am Ende dieser Liste stehen vier Buchstaben. Amen. Und wir stehen auf, körperlich oder gedanklich. Und das war's. Gebet ist abgearbeitet. Und wir begeben uns zurück in unseren Alltag und sagen, ich hatte meine Zeit mit Gott. Ich klemme an der Stelle oft, wisst ihr? Weil das ist ein einseitiges Gespräch. Das ist wie Fernsehen gucken. Gott sitzt auf dem Thron, ich rede, Gott hört zu, Sendung Ende, ich schalte aus. Oder wie ein Wunschautomat. Ich lege all meine Wünsche vor Gott nieder und hoffe, er reagiert so, wie es sich für Gott gehört, nämlich das, was ich gesagt habe. Nein, all das trifft nicht zu, wenn wir Jesus seine Art zu beten, seine skandalöse Art sehen. Er redet die ganze Nacht hindurch mit Gott. Legt Dinge natürlich vor ihm hin und sagt, ich brauche eine Antwort und ich gehe nicht weg, ehe ich sie habe. Wo ist unsere Einöde? Ja, und ich weiß auch, ich habe einen immensen Vorzug. Die Einöde im Schularbeitsalltag mag anders aussehen. Da ist es vielleicht nicht ganz so einfach, sich eine längere Zeit zu nehmen. Aber Einöden können auch kurz sein, so wie es zugelassen ist von deinem Terminkalender. Aber du kannst auch in deinem Terminkalender Einödezeiten planen, wo du besondere Momente hast, wo du sagst, okay, die sind für mich und Gott reserviert und komme, was da wolle, die Zeit verändere ich nicht. Und gleichzeitig ist es auch der Gott, der sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, der seinen Jüngern erklärt, nein, nein, ihr müsst nicht nur alleine in der Abstellkammer beten, was Martin so schön vorgelesen hat, geh in deine Kammer. Die Kammer war die Vorratskammer im Haus. Also sprich, ihr geht in euren Kühlschrank, Gefrierschrank oder sonst wo, nehmt euch bitte warme Jacken mit und betet mal dafür, ja, wofür haben denn die Leute täglich gebetet? Für die tägliche Versorgung, Gesundheit? Ich denke mal, die Gebete im Gefrierschrank werden sicherlich dynamisch, kurz und knackig sein. Die in der Abstellkammer vielleicht etwas umfangreicher. Aber genauso sagt eben derselbe,
wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also da, wo wir zusammenkommen und um Dinge ringen, sie vor Gott bringen, uns Zeit nehmen. Dieses Reden mit Gott, Jesus war es wichtig, nicht nur morgens ganz schnell Haken dran, es ist 15 Uhr, der Wecker klingelt, kurz gebetet, Haken dran, Sonnenuntergang, ich bete noch schnell. Genau. Ich wollte nur wissen, ob alle aufpassen. Ja, Haken dran. Sondern Jesus sagt, okay, dann nehmen wir uns mal einen ganz langen Abschnitt und dann machen wir das. Wie ist es mit uns, aber auch bei anderen Dingen? Manche Dinge müssen lange durchbetet werden. Ihr wisst, ich koche gerne. Und es gibt Gerichte, die kann ich im Schlaf. Ja, es gibt so bestimmte Standardsachen, die bei uns regelmäßig auftauchen. Da muss ich nicht nachdenken. Rein theoretisch könnte ich das mit verbundenen Augen sozusagen. Kochen mit verbundenen Augen ist schon gefährlich, ja. Aber dann gibt es so andere Sachen, da brauche ich viel Vorbereitungszeit, ja. Man geht einkaufen, besorgt es. Und dann verbringt man den halben Tag in der Küche. Und in 5 Minuten ist es gegessen. Das ist immer das Schlimme dabei. Aber das braucht Zeit. Und so ist es mit Gebet auch. Manchmal braucht es eben viel, viel Vorbereitungszeit, dass wir die uns nehmen, aber dann uns auch hinterher sagen können, boah, das hat sich gelohnt. Das Ergebnis ist das Tolle daran. Gott war da drin, Gott war mit uns unterwegs. Und bin ich beim Gebet ganz da oder schon ganz weg? Also sprich, wenn ich in die Gebetszeit gehe, gucke ich mit einem Auge auf die Uhr und sage, okay, ich habe jetzt wirklich nur kurz Zeit oder bin ich da und halte auch mal die Stille aus, um zu hören, ob Gott vielleicht doch mehr möchte als nur das, was ich möchte. Ich möchte euch einladen, solche Momente in euren Alltag zu installieren, die Einöde, die Orte, wo ihr unabgelenkt Zeit mit Gott habt. Und genauso natürlich, wenn wir zusammenkommen zum Beten, diesen Moment zu genießen und um Dinge zusammen zu ringen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Gebetsverhalten ein Aufreger der damaligen Zeit war. Dass es deine Jünger damals beeinflusst hat und auch heute deine Kinder beeinflussen möchte. Ich danke dir, dass du nicht nur der bist, der hören möchte, sondern auch der, der reden möchte. Der uns in Momenten der Not genauso wie in jedem anderen begegnen möchte, in diesem Gespräch mit dir. Jesus, zeig uns Zeiten auf, wo wir genau das reservieren können. Zeit mit dir. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.